Wie schön, ihr seid ja alle wieder da. Bereit zu einem Ausflug auf die beliebte Strecke Hamburg-Hannover. Heute geht es weniger um die leidige Frage Ausbau oder Neubau, sondern um den Plan zur Erhöhung der Kapazität, PEK, zwischen Stelle und Uelzen. Logisch, dass sich das eine Thema nicht vom anderen trennen lässt und ich gelegentlich Querstollen schlagen muss. Los geht's mit einer wichtigen Vorbemerkung. Der Begriff Kapazität spielt eine wesentliche Rolle in diesem Film. All jenen unter euch, die sich mit der Materie bislang wenig oder gar nicht beschäftigt haben, empfehle ich zum besseren Verständnis, sich zunächst mein Video Zugzahlenspielereien reinzuziehen, zu dem ich jetzt eine anklickbare Infokarte einblende und dessen Inhalte ich als bekannt voraussetzen muss, um den Zeitrahmen nicht zu sprengen. Darüber hinaus wollen ein paar grundsätzliche Dinge geklärt sein. Die Deutsche Bahn hat die Strecke Stelle-Uelzen schon Ende 2011 zum überlasteten Schienenweg, ÜLS, erklärt. Und zwar auf Grundlage der Eisenbahnbenutzungsverordnung, dem Vorläufer des 2016 in Kraft getretenen Eisenbahnregulierungsgesetzes. Mit Stand Oktober 24 existieren deutschlandweit 23 ÜLS. Während der nächsten 3 Jahre kommen aufgrund von Baumaßnahmen 27 temporär überlastete Schienenwege hinzu. Gemäß § 1 Absatz 13 des Eisenbahnregulierungsgesetzes ist ein ÜLS ein Schienenwegabschnitt, auf dem der Nachfrage nach Zugtrassen auch nach Koordinierung der verschiedenen Anträge auf Zuweisung von Zugtrassen während bestimmter Zeitabschnitte nicht in angemessenem Umfang entsprochen werden kann. Vereinfacht gesagt, einige Trassenwünsche von Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU, sind unerfüllbar. Das heißt nicht, dass dort generell kein Platz für die betroffenen Züge ist, nur halt nicht in der beantragten Zeitlage. Und das wird für die EVU bei langen Laufwegen zum Problem, weil die Züge häufig mehrere ÜLS passieren müssen. Auf dem Weg von Hamburg in die Schweiz beispielsweise noch die Kinzigtalbahn, Fulda-Heiler-Merholz, gegebenenfalls die Riedbahn, Frankfurt-Mannheim und die Rheintalbahn südlich von Offenburg. In § 55 Absatz 1 des Eisenbahnregulierungsgesetzes steht geschrieben: In den Fällen, in denen Anträgen auf die Zuweisung von Schienenwegkapazität nicht in angemessenem Umfang stattgegeben werden kann, hat der Betreiber der Schienenwege den betreffenden Schienenwegabschnitt unverzüglich für überlastet zu erklären. Dies ist auch bei Schienenwegen zu erklären, bei denen abzusehen ist, dass ihre Kapazität in naher Zukunft nicht ausreichen wird. Erklärungen zur Überlastung sind gegenüber der Regulierungsbehörde und der zuständigen Aufsichtsbehörde abzugeben. In Absatz 2 heißt es ergänzend: Wurden Schienenwege für überlastet erklärt, so hat der Betreiber der Schienenwege die Kapazitätsanalyse nach § 58 durchzuführen, sofern nicht bereits ein Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität nach § 59 umgesetzt wird. Passend dazu zitiere ich aus dem genannten § 58 Absatz 1: Zweck einer Kapazitätsanalyse überlasteter Schienenwege ist neben der Ermittlung der Engpässe bei der Schienenwegkapazität, die verhindern, dass Anträge auf Zuweisung von Schienenwegkapazität vollständig stattgegeben werden kann, die Darlegung von Möglichkeiten, wie zusätzlich in die derzeitige Kapazität übersteigenden Anträgen stattgegeben werden kann. Absatz 3 setzt dem Infrastrukturbetreiber eine Frist von 6 Monaten zwischen der Ausweisung eines ÜLS und dem Abschluss der zugehörigen Kapazitätsanalyse. Und weil wir gerade so schön im Gesetzestextflow sind, knöpfen wir uns noch den § 59 vor, der im Absatz 1 die Inhalte des aus der Kapazitätsanalyse abgeleiteten PEK vorgibt. Erstens die Gründe für die Überlastung, zweitens die zu erwartende künftige Verkehrsentwicklung, drittens die den Schienenwegausbau betreffenden Beschränkungen, viertens die möglichen Maßnahmen und Kosten für die Erhöhung der Schienenwegkapazität, fünftens eine Kosten-Nutzen-Analyse der ermittelten Maßnahmen und sechstens ein Zeitplan für deren Durchführung. Darzustellen sind sowohl infrastrukturelle
als auch fahrplantechnische Maßnahmen, wobei erstere den Löwenanteil ausmachen, wie wir gleich sehen werden. Das alles sind Folgen der Öffnung des Schienennetzes im Zuge der Bahnreform. Denn zu Staatsbahnzeiten gab es keine EVU, die sich um Fahrplantrassen prügelten. Das regelte sich völlig geräuschlos Bundes- oder Reichsbahn intern. Heutzutage, wo der Infrastrukturbetreiber den diskriminierungsfreien Netzzugang für mehr als 400 EVU gewährleisten muss, ist das nicht mehr ganz so simpel. Nach so viel gesetzgeberischer Theorie nehmen wir uns endlich den PEK für Stelle Uelzen vor. Dieser wurde bereits 2013 erarbeitet, also noch vor Fertigstellung des dreigleisigen Ausbaus Stelle Lüneburg im Juni 2014. Der PEK ist somit auch älter als sämtliche Erkenntnisse aus dem legendären Dialogforum Schiene Nord von 2015, dessen Abschluss Empfehlung Alpha E überhaupt keine Maßnahmen auf dem ÜLS nördlich von Lüneburg vorsah. Ferner wird deutlich, dass das Thema PEK ursprünglich nichts mit der erst 2022 von der Deutschen Bahn präsentierten Strategie der Generalsanierungen zu tun hat, die die umfassende Erneuerung der wichtigsten Hauptstrecken in monatelangen Totalsperrungen vorsieht. Die weiteren Informationen dieses Films fußen sowohl auf den Angaben der PEK-Fassung von 2022 als auch aktuellen Informationen der Deutschen Bahn zur Qualitätsoffensive Hamburg-Hannover sowie der Generalsanierung. Und ihr werdet hören, dass so mancher Punkt dabei ist, den ich in früheren Videos angesprochen habe. Seit Inbetriebnahme der Dreigleisigkeit Stelle Lüneburg steht die geringe Zahl der Weichenverbindungen zwischen dem neuen Regionalgleis und der als Fernbahn bezeichneten Bestandsstrecke in der Kritik. Abhilfe sollen mehrere Gleiswechselmöglichkeiten in Winsen, Radbruch und Badowiek schaffen. Für die beiden erstgenannten Betriebsstellen listet der PEK weder Kosten noch einen Zeithorizont. Lediglich Badowiek wird mit 10 bis 15 Millionen Euro und 2028 als voraussichtlichem Jahr der Realisierung unterfüttert. Mit Stand September 24 prognostiziert DB Infra Go den Einbau 8 zusätzlicher Weichen in Badowiek für 2029 als XXL-Maßnahme im Windschatten der Generalsanierung. Anzumerken wäre, dass zusätzliche Weichen nicht automatisch zur Erhöhung der Nennleistung führen. Deren Berechnung erfolgt auf Basis eines vorgegebenen Betriebsprogramms und darin spielen planmäßig nicht genutzte Gleise oder Weichenverbindungen, salopp gesagt, keine Rolle. Dennoch erfüllen sie im Störungsfall oder bei Bauarbeiten wichtige Aufgaben, weil sie die Restleistungsfähigkeit der Infrastruktur und damit auch die Betriebsqualität bei Unregelmäßigkeiten erhöhen. Das ist ein Aspekt, der in der Vergangenheit oft mit der Frage, wann braucht man das schon mal, abgetan wurde, wenn es darum ging, einzelne Weichen oder komplette Überholungsgleise einzusparen. Durch zusätzliche Weichen in Badowiek können dort planerisch nicht mehr Züge als bisher fahren. Zumal das Problem bestehen bleibt, dass sich alle nordwärts gehenden Verkehre ein Gleis teilen müssen. Sie ermöglichen allerdings eine flexiblere Betriebsführung und sind daher ausdrücklich zu begrüßen. Für den Bahnhof Lüneburg sind mehrere Maßnahmen geplant, die allesamt 2029 umgesetzt werden sollen. Da wäre zunächst die Schaffung einer Zweigleisigkeit der Verbindung vom Nordkopf zur Westseite. Dies ermöglicht gleichzeitige Ausfahrten von Regionalzügen nach Hamburg und Durchfahrten von, in der Regel, Güterzügen gen Süden. Im Bahnhofsteil Westseite wenden die Regionalbahnen aus Hamburg und Dannenberg. Perspektivisch sollen sich jene der zu reaktivierenden Sinon-Strecke aus Soltau hinzugesellen. Geplant ist daher der Bau eines Mittelbahnsteigs mit 3 Kanten am heute schon vorhandenen Gleis 302 und 2 neuen Stumpfgleisen. Auf der Ostseite des Personenbahnhofs sind kleine, aber feine Ergänzungen vorgesehen.
Zwei neue Weichen machen das bisher nur aus Richtung Büchen und Uelzen angebundene Bahnsteiggleis 204 für Hamburger Züge nutzbar. Hinzu kommen je ein neues Zwischen- und Ausfahrsignal im Gleis 201, womit dieses auch nordwärts befahren werden kann. Alles keine Riesendinger, aber doch hübsche Helferlein zur Betriebsbeschleunigung. Im Güterbahnhof sollen zusätzliche Signale installiert und das bis hinter die Brücke der Dannenberger Bahn reichende, links unter dem Gras versteckte Ausziehgleis zum Hauptgleis aufgewertet werden. Die Einfädelung überholter Züge kann so ein paar hundert Meter weiter südlich als bisher erfolgen. Das 1983 in Betrieb genommene Spurplanstellwerk in Lüneburg bleibt erhalten und wird den neuen Erfordernissen angepasst. Wesentliche Veränderungen in der Leit- und Sicherungstechnik blühen der Strecke hingegen im weiteren Verlauf bis Uelzen. Momentan regeln den Betrieb hier vier Relaisstellwerke, die 1964 und 65 im Rahmen der Elektrifizierung ans Netz gingen und sich mittlerweile durch hohe Störanfälligkeit auszeichnen. Besonders Gegengleisfahrten gelten angesichts der häufigen Probleme beim Erlaubniswechsel als Lotteriespiel, sodass der Gleiswechselbetrieb lediglich genutzt wird, wenn es unumgänglich ist. Der Ersatz durch elektronische Stellwerke ist für 2026 vorgesehen. Diese Maßnahme ist kein Baustein des PEK und hat auch nichts mit der Generalsanierung zu tun, sondern läuft unter Qualitätsoffensive Hamburg-Hannover. Geplant ist eine 10-wöchige Totalsperrung von Mai bis Juli 26, sodass jeder Nutzer der Strecke jetzt weiß, wann er seinen Jahresurlaub nehmen sollte. Ebenso wie auf den schon vor längerer Zeit EST-visierten Abschnitten Stelle Lüneburg und Uelzen-Celle wird es eine Verkürzung der Blockabschnitte geben, wodurch die Züge einander zwar dichter folgen können, jedoch keine Konflikte zwischen schnell und langsam gelöst werden. Machen wir weiter mit dem PEK und einer tatsächlich kapazitätssteigernden Maßnahme. Der Errichtung eines Überholungsgleises in Süd-Nord-Richtung bei Bienenbüttel. Dieses führt zur Steigerung der Nennleistung, weil die seitenrichtigen, das heißt ohne Konflikt mit dem Gegenverkehr erreichbaren Überholungen in Bad Bevensen und Deutsch-Ewern 17 Kilometer voneinander entfernt sind. Somit müssen heute langsame Süd-Nord-Züge unnötig früh in Bevensen an die Seite genommen oder bis Deutsch-Ewern durchgepeitscht werden, was zu Verspätungen beim von hinten drückenden Fernverkehr führen kann. Ein klassischer Fall zur Erhöhung der Restleistungsfähigkeit ist der Einbau zweier Weichenverbindungen in Emmendorf, quasi die Wiederauferstehung des gleichnamigen 1997 aufgehobenen Bahnhofs. Dadurch halbiert sich der bei Störungen oder Bauarbeiten auf 13 Kilometern eingleisig zu befahrende Abschnitt Bevensen-Uelzen. Optional sind zwei Überholungsgleise vorgesehen. Sowohl das Bienenbüttelgleis als auch die Emmendorf-Weichen sollen im Rahmen der Generalsanierung 2029 realisiert werden. Bliebe zu guter Letzt noch ein zusätzlicher Bahnsteig am Gleis 105 in Uelzen, mit dem sich die Gleisbelegung flexibler gestalten lässt. Das Problem der Fahrstraßenkreuzungen, insbesondere bei beginnenden oder endenden Regionalexpressen, verschwindet dadurch allerdings nicht. Wie bereits erwähnt, sind im PEK auch fahrplantechnische Möglichkeiten zu betrachten. Zwischen Stelle und Uelzen wirken sie gegenüber den beschriebenen infrastrukturellen Maßnahmen bescheiden und beschränken sich auf die Nutzung des alternativen Laufwegs über Rothenburg, Verden und Nienburg. Eine deutliche Steigerung der Nennleistung könnte erzielt werden, indem man alle Züge im ÜLS trassenparallel, also mit identischer Durchschnittsgeschwindigkeit, verkehren ließe. Das hätte zur Folge, dass der ICE von Stelle bis Uelzen mit Tempo 90 und entsprechend verlängerter Fahrzeit durch die Landschaft zuckelt. Diese wohl kaum zielführende Lösung ist im PEK aus gutem Grund nicht berücksichtigt. Tja, so sieht das aus auf dem überlasteten Schienenweg Stelle-Uelzen. Wir dürfen uns auf einige Verbesserungen freuen, die im Großen und Ganzen aber doch eher in Richtung Tropfen auf den heißen Stein tendieren. Und im PEK steht es in der abschließenden Maßnahmenübersicht erwartungsgemäß ganz deutlich: eine sehr hohe Kapazitätswirkung
nennenswerte Verbesserung in der Betriebsqualität und darüber hinaus Deutschland taktkonforme Fahrzeiten sind nur mit einer Neubaustrecke erreichbar. Wer sich das alles noch einmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen möchte, findet die Links in der Videobeschreibung. Bringen wir zum Schluss noch die glorreiche niedersächsische Landespolitik ins Spiel, die sich damit brüstet, die Verschiebung der Generalsanierung von 2026 auf 2029 initiiert zu haben, um dann so viele Maßnahmen von Alpha E wie möglich umzusetzen. Das wurde von Verkehrsminister Olaf Lies und seinen Kumpels gegenüber der Öffentlichkeit wiederholt, so kolportiert. Doch leider nahmen die DB und das Bundesverkehrsministerium den Ausbaufreunden den Wind aus den Segeln, indem sie klarstellten, welche baulichen Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsoffensive und der Generalsanierung verwirklicht werden können. Nämlich genau die Punkte, die ich in den letzten 10 Minuten präsentiert habe. Nicht weniger und vor allem nicht mehr. Ergo, keine geschwindigkeitserhöhenden Linienverbesserungen in Lüneburg und Uelzen und erst recht kein durchgehendes drittes Gleis, von dem ja ohnehin bekannt ist, dass es nicht die notwendige Kapazität schafft, um die prognostizierten Verkehre abzuwickeln, weshalb das klassische Alpha ja auch keine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan gefunden hat. Man kann das beliebig oft wiederholen und immer wieder betonen, man kann es aber auch lassen. Denn dass die Politprotagonisten und Anti-Neubau-Aktivisten völlig immun gegen Sachargumente sind, ist spätestens seit dem Dialogforum ein offenes Geheimnis und seitdem ja auch oft genug bewiesen worden. Aber gut, lassen wir das. Wir treffen uns demnächst entweder in der Lausitz zwischen Ruhland und Hoyerswerda oder im schönen Maintal auf dem bereits 2008 für überlastet erklärten Schienenweg zwischen Gemünden und Würzburg. Das entscheide ich kurzfristig. Bis dahin einen güldenen Herbst.